啊凶啊凶啊凶啊凶啊凶啊！阿拉安吉哈，披萨不吃呢。伊哩呢？Ich bin hier in der griechischen Taverne der Feo, die uns freundlicherweise jedes Mal ihre Küche zur Verfügung stellt. Hier sind sie auf der einen Seite, der Ricardo Meile, und auf der anderen Seite der David Tage vom FCB. Jungs, wie geht's? Gut, danke. Sehr gut. Kommen wir? Ja, schon. Dann kochen wir. Kochen dir auch ab und zu mal? Täglich. Ja? Täglich, ja. Du? Ich koche eigentlich nie. Ich habe meine Mutter dafür, ich kann sie nicht und ich lasse die Finger davon. Du wohnst noch daheim? Genau, ich wohne noch daheim. Du? Ich wohne seit 19,5 wohne ich allein. Und es kommt gut? Sehr gut, sehr gut. Aufgeräumte Wohnung? Immer blinken, blau, sauber. Das ist gut. Keine Frau daheim, die aufwohnt? Nein. Nicht? Ich bin Putzfrau. Du bist Putz? Ja. Sehr gut. Frauen, ein Mann mit Qualitäten. Du hast eben gesagt, bei dir daheim ist keine Frau. Hey. Hast auch keine Beziehung, aber es heisst immer, die FCB-Spieler sind so untreu. Und weiss nicht, wie wichtig ist die Treue in einer Beziehung? Ja gut, ich glaube, ohne Treue kann gar keine Beziehung funktionieren. Und ich finde, es ist ein A und O in einer Beziehung, dass man sich kann vertrauen kann. Vor allem, ich sage jetzt eben, die Vorurteile von den FCB-Spielern, dass sie da angehimmelt werden von vielen Frauen. Wenn das ein Partner nicht akzeptieren kann, dann okay, aber das gehört unter die Rubrik Vertrauen. Und wenn das nicht da ist, dann hat keine Beziehung mehr. Was ist denn traumfraumässig jetzt vom Charakter, was müsste sie haben? Was? Ja. Vom Charakterlichen jetzt? Vom Charakter? Also ja. Ich sage, sie müsste ehrlich sein, sie müsste spontan sein, sie müsste mich zum Lachen bringen, offen. Man muss können mit der Pferd stellen, also ja, einfach eine lebensfreie Frau. Also mein Traumberuf war Schwimmerfußball. Ich habe schon mit klein angefangen. Ich habe das Ziel seit klein schon verfolgt. Ich wollte immer den Unterstuch. Ich bin auch seit klein schon an die FCB-Menschen schauen. Und mit dem Vater zusammen in der Mutterskurve gestanden und das Ziel war schon immer, einer steht unten auf dem Rasen und dürfen am Ziel Fußball spielen. Und du auch schon immer Goalie werden? Nein, ich habe ganz früher als kleines Kind habe ich immer Pilot werden. ich war im Gymnasium, ja. Ich würde nicht sagen, ich war gut, aber ich hatte Fächer wie Mathe, Wirtschaft und dort musste ich nicht lernen, dort war ich gut, weil ich das einfach können konnte. Dann gab es Sachen, die ich lernen musste, Französisch, Englisch, Deutsch war ich auch nicht so besonders gut, aber sonst dort habe ich wirklich Wörter lernen so. Und das hatte ich keine Zeit wegen Fußball. Mein Ziel ist nicht nur eigentlich auf dem Feld stehen, gute Leistung bringen. Mein Ziel ist noch, eigentlich etwas darzustellen. Das nicht heisst, der ist immer im Ausgang, der ist nur auf der Gasse, um etwas darzustellen, ein Vorbild. Pizza ist schon mal belegt. Ich würde sagen, wir schieben sie mal in den Ofen. Hm? Meili, schieb sie in den Ofen, bitte. Willst du mal heben? Comedy bonjour. Ta-da-da-dam, ta-da-ta-dam, ta-da-ta-da-ta-da-ta. Ta-da-ta-da-ta-ta-zam. Merci dir, Ricardo, hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, mir sehr gefallen. Danke, dass wir hier hinkommen können. Das einzige Negative am heutigen Nachmittag ist, dass die Pizza verbrennt ist. Nur ein bisschen verbrennt. Ja, ich gebe jetzt mal zurück. Wir genießen hier noch Pizza. Viel Spass euch noch mit der Sendung. Hamina, hau ich euch auch mal. Am meisten TV. Hi, ciao. Tschu.